Hallo aus Maskat oder ja, Maskat im Oman. Da hier in the bag, der Airport und da irgendwie nix, Wüste, keine Ahnung. Wir sind jetzt gelandet vor. Ich weiß gerade, ich habe gerade gar kein Zeitgefühl. Es ist jetzt irgendwas kurz vor 9 oder so und wir sind um 6:30 heute Morgen gelandet und es war bis jetzt der reinste Reinfall. Also wir haben halt recherchiert und es gibt da wohl oder gab es wohl immer so ein 72-Stunden-Visum für Zwischenstoppreisende für 12 Euro umgerechnet. Und ja, jetzt hat sich das irgendwie geändert und es gibt nur noch ein 30-Tage-Visum für 50 Euro und also pro Person. Ne? Und jetzt haben wir halt überlegt, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Mietwagen haben wir uns eigentlich auch schon reserviert. Ja, und jetzt haben wir es halt gemacht. Einfach mal 100 Euro, nur dass wir hier sein können dürfen. Nicht so geil, aber besser als 16 Stunden am Flughafen rumzusitzen. Deswegen haben wir jetzt hier unser super geiles Auto. Und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Es ist jetzt schon mega warm. Es ist schon so hell irgendwie. Also es ist voll anstrengend, so von der Helligkeit her. Muss es dann klappt auch mal gleich meine Sonnenbrille anziehen und ja, Start war jetzt eben nicht so toll, aber jetzt kann es nur noch besser werden. Oh geil, die Sitze sind alle abgedeckt mit Plastik, dass euch ja nichts dreckig wird, weil so, wir sind jetzt gerade im Auto unterwegs und fahren zur großen Sultan-Kabus-Moschee. Ich bin ein bisschen müde, weil ich heute Nacht, keine Ahnung, wie lange ich im Flugzeug geschlafen habe. Ich schätze mal so 3,5 Stunden oder so. Aber das reicht mir nicht, weil ich schlafe doch immer so viel und es ist voll hart so mit so wenig Schlaf. Aber naja, morgen. Da, Glitzersäule. Habt ihr es gesehen? Ich weiß gar nicht. Ist es schon die Moschee? Voll schön hier eigentlich gerade so. Voll Urlaubsstimmung mit Palmen und allem. Wie cool sieht es bitte aus? So Leute, kurzer Outfit-Change. Ich durfte nicht rein, weil mein Oberteil leicht durchsichtig war. Deswegen musste ich mir jetzt das hier ausleihen. Also da im Hintergrund ist jetzt die Moschee. Und hier ist eigentlich echt cool. Also man hat hier so einen riesen Garten, was man halt alles anschauen kann. Da war der Eingang. Also es sieht schon ganz cool aus, aber ich gehe wirklich ein. Ich glaube, es hat jetzt schon 36 Grad oder so. Und ja, ich habe drunter noch eine Jeans und ein langärmeliges Oberteil. Also läuft bei mir der Schweiß. Geil, ich würde gerade so gern einfach da reinspringen. Ich hoffe so, wir finden nachher noch irgendein Stückchen Strand oder so, wo man mal sich kurz abkühlen kann. Bikini habe ich dabei. Also von dem her, ich bin optimistisch, dass wir einfach noch irgend so was Erfrischendes finden. Oh mein Gott. An der Grand Mole waren im Carrefour und haben Essen geholt und das sind auch so lecker, so Chicken Fries. Ja, darf ich essen. Und dann, oder nein, nicht Chicken Fries, sondern so frittierte Chicken Sticks. Und dann hier so geiles Brot. So Fladen irgendwas. Und dann noch so ein Sandwich. Boah, das schmeckt richtig geil, so richtig frisch und selber gemacht. Nicht so wie die man bei uns kaufen kann. Oh mein Gott, mein Highlight. Kinder Schokopunks Crispy. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich probiere die nachher mal. Die sehen richtig geil aus. Und auch voll krass, was die alles an süßen Säften und so haben. Also, und Kekse. Einfach mal 4 Keksregale. Also nicht mal die Hälfte von der Auswahl, was bei uns gibt. Das ist so krass, ey. Ja, wir essen jetzt und dann suchen wir mal einen Strand vielleicht. Wie so ein Mix aus Kinder Bueno und Schokobon. Leute, bei uns läuft's richtig. Ihr glaubt nicht, was uns gerade passiert ist. Also erstens mal war ja heute Morgen schon mal der Burner, dass das Visum einfach mal das Dreifache gekostet hat von dem, was eigentlich im Internet stand. Und jetzt fahren wir gerade in einem scheiß Kreisverkehr und uns fährt einfach jemand voll ans Auto. Jetzt standen wir gerade, Mittagssonne, es ist jetzt 22:45, so, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde in der Sonne. Jetzt war die Polizei da, die meinen jetzt, oh, sie können leider kein Englisch, wir müssen auf die Polizeistation. Und jetzt fahren wir gerade hier zuerst die Polizei.
dann der uns ins Auto gefahren ist und wir hinten dran. Alle auf dem Weg ins Polizeirevier, Präsidium, was auch immer, um den scheiß Schaden aufzunehmen, ohne Witz, ey. Also heute läuft's richtig. Ich bin jetzt nur froh, dass das jetzt schon passiert ist und nicht irgendwie kurz vor 6, wenn unser Flieger dann um 8:30 wieder geht oder so, dass wir da mega im Zeitstress sind. Und ich schwitze, es ist so eklig. Wie viel Grad hat es? 36 Grad. Lange Hose, schwarzes Oberteil in der Sonne stehen, läuft auf jeden Fall richtig bei uns. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was noch auf uns zukommt. Und die haben halt die ganze Zeit gesagt, sie wären nicht schuld, aber sie sind uns halt hinten reingefahren. Sorry, können wir nichts dran machen. Ja, also auf geht's zur Polizeistation. Also der Tag heute wird echt spannender, als ich es je gedacht habe. Man will oder nicht. Aber ja, man nimmt halt alles mit, was geht. Meer gefunden, Strand, aber ich glaube, ich traue mich ja nicht ins Bikini anzuziehen, weil hier ungefähr niemand badet. zur Polizeiaktion. Also wir waren jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden auf dem Präsidium mit dem Ergebnis, dass wir jetzt wohl schuld waren, weil, also der Kreisverkehr war zweispurig und wir sind außen gefahren, weil wir die nächste raus wollten. Und die wollte halt auch, die war innen und wollte nach außen, damit die halt raus können, weil die, wo wir gefahren sind, schon raus wollte, obwohl wir, also wir wollten die nächste raus und keine Ahnung, war uns jetzt eigentlich auch egal, weil wir haben es eh versichert über das Mietwagen mitversichert und mein Gott, Hauptsache der Schaden wird bezahlt und wir haben keinen Stress damit und wir haben den blöden Polizeibericht, weil die haben die ganze Zeit, dann haben sie angefangen, sie wollen uns jetzt irgendwas in bar geben, wir können das ja so regeln und was weiß ich. Dabei brauchte wir einfach nur für die Versicherung diesen blöden Wisch von wegen Polizeibericht, ja, da war ein Schaden, so und so ist passiert und der Rest ist uns ja im Prinzip egal, weil das regeln die ja dann, aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind draußen, wurde nicht festgenommen oder so, alles easy. Waren auch alle richtig nett, nur es ist halt ganz anders als bei uns. Also, okay, ich hatte jetzt noch nie bei uns einen Kfz-Schaden, der aufgenommen wurde von der Polizei, aber die sind dann halt irgendwann zeitweise zu 8 gestanden, haben 5000 Mal von uns die Erläuterung hören wollen, wie das jetzt passiert ist oder die Schilderung. Irgendwie konnte nur einer so ganz leicht Englisch, ein einziger, und der Rest war so, wie, ihr könnt kein Oman, nein, Arabisch. Ja, naja. Wir haben es jetzt rum. Ich schwitze immer noch komplett. Eigentlich haben wir jetzt gar keinen Bock mehr, irgendwas anzuschauen. Wollen eigentlich nur noch zum Flughafen, in den Flieger und nach Sansibar, aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen gedulden. Naja, mal schauen. Oha, Leute. Hallo, wo sind meine Füße da? Wärmstes Meer, in dem ich je war. Oh mein Gott, es ist so warm. Es ist einfach wie Badewasser. Also Badewasser zum, wenn man Bad nimmt, also null irgendwie kalt, erfrischend oder irgendwas. Und hier ist einfach kein Mensch, obwohl man hier eigentlich so schön reinlaufen kann ins Wasser und eigentlich voll schön. Naja. Wir haben es geschafft, da hinten geht die Sonne unter. Wir haben gerade das Auto abgegeben, beziehungsweise wir haben es hingestellt und geben es jetzt gleich ab. Also beichten den Leuten, dass wir einen kleinen Schaden am Auto gemacht haben und dann geht's tatsächlich zum Boarding und wir haben alles überlebt und ich bin jetzt echt glücklich, mir fällt richtig Stein vom Herzen, dass das alles jetzt doch noch geklappt hat. Gehen wir da rein. Hey, hey, wir sitzen jetzt endlich am Gate. Wir haben noch zwischenzeitlich, haben wir mal auf den Abflugplan geschaut und dann stand auf einmal irgendwie bei unserer Flugnummer nicht Zanzibar, sondern irgendwas Salem Salam und ich so, oh mein Gott, was ist jetzt los? Aber war wohl nur ein Fehler oder vielleicht heißt es auch der Flughafen so, ich weiß es gar nicht. Ich bin dem nicht mehr nachgegangen, aber beim Check-in haben wir dann erfahren, alles gut, der Flieger nach Zanzibar geht. Jetzt haben wir gerade noch, das war vorhin auch richtig dumm, er wollte tanken und dann hat er gesagt, er nimmt halt nur Cash und mir hatte halt nur noch Kreditkarte und halt kein Landeswährungsgeld mehr. Und sind wir extra in den Bankautomat gefahren, haben Bargeld geholt und tanken ist da so günstig. Was war der Liter Benzin? 20 Cent oder 25 Cent? Also nix. Und da haben wir jetzt noch genau 3 Ria übrig.
Und davon haben wir jetzt im Duty Free geschafft. Also es sind umgerechnet so, keine Ahnung, 6,40 Euro oder so. Sorry. Und wir sind genau auf den Betrag. Haben es ja gerade so Spaß gemacht, genau auf den Betrag zu kommen, dass man halt das Geld weg hat. Eine kleine Tüte Chips. Pringles. Das ist jetzt, was ist das für eine Sorte? Salt and Vinegar. Freue ich mich jetzt voll drauf. Dann hier eine Dose Lipton Ice Tea. Zwei Packungen Kaugummi und noch so ein Wasser, so ein ganz normale 1,5 Liter Flasche. Und ich muss sagen, also ich hätte gedacht, dass Lebensmittel hier teurer sind. Also wenn ich überlege, wenn ich mir in Deutschland am Flughafen so viel gekauft hätte, hätten mir 6 Euro nicht gereicht. Also wirklich, also keine Ahnung, da kostet ja Nürnberg. Da hätte alleine Packung Pringles irgendwie schon 5 Euro oder so gekostet. Also alles easy. Ja, ich denke, der Rest wird jetzt gut gehen mit dem Flug und alles. Und ihr werdet dann auf dem Laufenden gehalten, wie die Reise weitergeht, was noch so auf uns zukommt. Ich bin selber auch gespannt und ja, bis dann!